Sehr geehrte Damen und Herren, Leipzig wächst und das aus gutem Grund, weil es verschiedene Angebote in Leipzig gibt zum Arbeiten, Wohnen und Leben. Das Wohnen heißt aber auch, es muss bezahlbar sein. Und Gott sei Dank gibt es auch dafür in Leipzig eine große Vielfalt. Und Gott sei Dank könnten wir auch sagen, dass in den letzten 4 Jahren die Mietpreise sehr moderat nur gestiegen sind, und zwar um sage und schreibe nur 6%. Aber dennoch hat sich eine große Zahl des Stadtrates außer der CDU-Fraktion sich für eine Kappungsgrenze heute entschieden, sich dafür entschieden, dass der OBM sich an die sächsische Staatsregierung wenden soll, um ein entsprechendes rechtliches Regularium einzuführen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Vermieter, der bisher durchaus moderat nur gesteigert hat und über die Miete die Sanierung und die Reparaturen finanziert hat, dass er auf diese Weise jetzt angehalten ist, lieber zu schauen, dass man die Dinge über Modernisierung regulieren kann und damit auf andere Weise die Mieten erhöhen kann. Das ist rechtlich zulässig, aber es ist bedauerlich, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Mieter, Vermieter, zwischen Stadt und Eigentümern und Investoren auf diese Weise aufgekündigt wird. Auf diese Weise kann man natürlich Leipzig auch hässlich machen. Und es war ja auch einstmals ein Wunsch der Kommunen aus dem Landkreis, die sagten, macht euch doch nicht so hübsch, denn die Leute sollen auch nach Bonna, Grimma, Wurzen, Eilenburg kommen. Das erreichen wir jetzt. Aber dafür wollten wir und werden wir als CDU-Fraktion nicht stehen und immer wieder prüfend nachhaken, dass dieser Kompromiss und die Kooperation mit den Investoren und mit den Mietern nicht aufgegeben wird.